Und hiermit herzlich willkommen beim Tuxer. Ja, in dem Video wird mal ganz kurz gezeigt, wie man eine ganz einfache Netzwerkverbindung im lokalen Netzwerk zu Hause machen kann. Ja, Voraussetzung ist, man braucht einen Router und man braucht, was braucht man noch? Ja, und zwei Rechner. Am besten mit Ubuntu installiert. Dann kann man loslegen. In meinem Fall ist es so, ich sitze jetzt hier im Wohnzimmer und ich habe unten im Keller auch einen Rechner, das soll mein Server werden. Und dieser ist per LAN mit dem Router verbunden und mein Rechner hier, der hier ist per WLAN zurzeit verbunden. Wir brauchen folgendes Paket: sudo apt-get install ssh. Das war ein S zu viel. Geben wir das Passwort ein. Ich soll es auch richtig schreiben. apt-get install. In meinem Fall zeigt er natürlich an, dass null Pakete installiert sind. Klar, weil schon installiert ist. Das gleiche, jetzt rennen wir runter im Keller, geben das gleiche ein. Und jetzt ist sichergestellt, dass SSH installiert ist. Jetzt benötigen wir die IP-Adresse, da wir jetzt gerade im Keller sind. Geben wir folgenden Befehl ein: IP-Adress show. Und dann sehen wir irgendwo in dem Wirrwarr von ominösen Ziffern eine IP-Adresse. Diese. Das wäre jetzt die IP-Adresse von meinem Laptop im Wohnzimmer. Ich muss natürlich die ermitteln vom Keller, von einem anderen PC, weil ich möchte schließlich darauf zugreifen. Gut, ich denke mal, das bekommt ihr hin. Schreibt es euch auf den Zettel und dann brauchen wir jetzt oben im Wohnzimmer nur noch eingeben. So, nachdem wir Enter gedrückt haben, erscheint beim ersten Mal diese Abfrage hier. Das ist ganz wichtig, dass wir Yes eingeben. Und jetzt möchte er nochmal das Passwort wissen. Ja, und schon haben wir jetzt einen direkten Zugriff auf den Keller-PC. Wenn wir jetzt hier einfach mal ls eingeben, dann sehe ich die Dateien, die jetzt ja, auf dem Rechner vom Keller drauf sind. Und hier können wir dann allen Schabernack mit treiben. Ja, jetzt können wir jetzt zum Beispiel jetzt hier mal ScreenFetch installieren. Und zwar auf dem Keller-PC. Und schauen uns mal an, was der so Tolles so zu bieten hat. Er hat eine Ubuntu 1910 zu bieten und einen ganz einfachen Pentium, eine ganz einfache Pentium-CPU mit, was sind das hier, 4 GB RAM, also nichts Wildes. Eine einfache Radeon HD-Grafikkarte. Und zum Vergleich, Strg Alt+T müsste doch gehen. Und geben wir mal hier ein. Screen Fetch. Was haben wir hier oben? Hier haben wir auch Ubuntu 1910. Und was haben wir hier? Was haben wir hier? Ein i5 mit 8 GB RAM. Nochmal so zum Vergleich, dass man sieht, dass es hier zwei verschiedene Rechner am Werke sind. So, dann hat man noch die Möglichkeit, über einen Dateibrowser drauf zuzugreifen. Ich nehme jetzt in meinem Fall den PCMan. Drücken, klicken hier oben drauf und jetzt geben wir folgenden Befehl ein: SSH Doppelpunkt Schrägstrich Schrägstrich Keller 99 at IP-Adresse und drücken dann Enter. Auch hier werde ich wieder nach dem Passwort gefragt und schubs, bin ich drin. Klicke ich mal hier auf Home. Hier sehe ich wieder Keller 99. Und hier sind die ganzen Dateien, die jetzt auf meinem Keller-PC vorhanden sind. Und das Schöne ist auch, ich habe jetzt am Keller-PC eine externe Festplatte installiert. Und darauf können wir auch zugreifen. Hier, die habe ich genannt Keller extern. Ja, das wäre jetzt hier meine externe Festplatte aus dem Keller. Und auf die kann ich auch ganz normal zugreifen. Hier sind meine persönlichen Videos drin als Beispiel und kann dann dementsprechend eine Datensicherung durchführen.
Ja, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sag bis zum nächsten Mal. Glück auf!